So, herzlich willkommen zurück hier, vorletztes Level in Heretic in der 4. Episode. Im Rücken schon wieder ein Quellgeist, der will nicht entzücken, deswegen töten wir ihn jetzt. Schlechte Reime, die sind immer gut. Die gehen auch immer. So, Freund. Tschüss. Aber wir sind hier gerade am Start, ne? Wir können ein kleines Experiment wagen, das ging schon wieder in die Hose. Das hätte funktionieren können, wenn ich richtig gestraft hätte. Mal gucken, ob ich hier wieder rauskomme. Jawohl. Teleporter. Und jetzt bin ich irgendwo, wo ich von allen Seiten angegriffen werde. Und da ist ein Scheiß. Ich gehe mal von der Plattform hier runter. So. Eventuell haben die Macher dieses Levels nicht intendiert, dass man jetzt schon hier ist. Aber Wurst. Wir schauen uns einfach mal um, sobald die Pest hier erledigt ist. So, ich muss gucken, dass die mich nicht hier im Eck einsperren und ich dann in Geschichte bin. Aber das kriegen wir schon, das kriegen wir schon. Oh, ich sehe schon wieder Magiergeschosse. So, hier sind auf jeden Fall ein Haufen Gegner, die können wir schon mal abservieren. Dann ist das schon mal bui, erledigt. Gut. Ja genau, da war eh der Start, ne? Von daher, okay. Wir wären dann wahrscheinlich eh nur zu der Tür herausgekommen. Ja, genau. Also okay, wir haben nichts verpasst. Dann knallen wir die hier mal ab. Straight ein bisschen hin und her. Ja, der Magier hat mich trotzdem erwischt, natürlich. Bringt das ganze Strafe nichts. Du kleiner, mieser Sack. Ihr seid ja sogar zu zweit. Irgendwas schießt noch auf mich. Das sind nicht nur die Magier, ne? Aber gut, der eine sollte jetzt gleich weg sein. Oder ist er sogar schon tot? Ich weiß es nicht. Freund. Oh, ist das ein nervender Sack. So, das war's für den. Irgendwas... Du kleiner Rotzlöffel bist das. Okay. Dann gehen wir nochmal schnell zum Start und sammeln die ganze Sache hier ein, die hier rumliegt. Ansonsten, wo können wir noch hin, ohne dass wir zu sehr in die Schlacke fallen? Moment mal, ich will... Oh, scheiße. Ah, okay, da ist zum Glück ein Teleporter. Na denn. Das sieht fies aus. Müssen wir da hin? Ich meine, außer Time Bombs und den Staff da hinten sehe ich ehrlich gesagt nichts. Aber wer weiß, was das wieder triggert. Das war... Ah, okay, es gibt zwei so Plattformen. Verstehe, verstehe. Okay, ich weiß nicht, ob man durch das Tor hier reinkommt oder zuerst irgendwas aktivieren muss. Das gibt's doch nicht, oder? Die haben mich jetzt wieder erwischt hier. Tot? Tot? Bist du tot, habe ich gefragt, anscheinend, ja. Sonst hätte er sein Maul bestimmt schon wieder aufgerissen. Heute erwischt mir aber echt alles. Ja gut, wie gesagt, ne? Was waren da? Magier. Ah, voll Teufel. Ja, die müssen alle mal weg. Dass wir die gleich am Anfang mal wegbekommen. Hinter mir ist wieder so ein blödes Flugviech, Gargoyle. So, zerplatzt ihr Maden. Das liebe ich schon mal. Aha, aha. Gut, dass mich die hierher gelockt haben. Frage, war das für ein Secret oder für das reguläre Weiterkommen? Moment mal, will ich da eventuell sogar runterfallen? Ne, ich glaube nicht. Ja, der Schalter. Keine Ahnung, was der jetzt gemacht hat. Den habe ich ja auch schon aktiviert. Lass mich mal gucken. Ne, da drüben gibt es keinen Schlüssel oder so, ne? Oder einen Schalter. Was gibt's denn da Feines? Ah, ein Secret. Na, guck mal an. Immerhin. Ich habe nicht den kleinen Vorsprung da jetzt gerade gesehen. Ich dachte, was soll denn der Vorsprung da? So. Gut, das hilft uns jetzt aber immer noch nicht weiterzukommen. Ich werde jetzt trotzdem mal was probieren. Na, okay, ich glaube, das ist nicht dafür gemacht, da so einfach rüberzukommen. Und wenn, dann ist es mit ordentlich Aufwand verbunden. Das Problem ist, ich weiß nicht, wo es hier weitergeht. Und beziehungsweise weitergehen soll. Huh. Okay. Ich höre dauernd diese blöden Magier. Den Schalter haben wir aktiviert. Hier rüber müssen wir. Aha, okay, okay, okay. Ich glaube, jetzt geht's hier weiter, ja. Okay. Haben wir schon, haben wir schon.
Hat ein bisschen gedauert, aber wir haben es. So, Schnauze. Das war es mir wert. Gut. Oh, Leute. Ich packe mal wieder meinen dicken Stab aus. Mit der riesen Eichel vorn dran. Und dann gibt es hier Geschnetzeltests. Hühnergeschenkel, ist, wollte ich sagen. So. Was? Ach du Scheiße, wo kommt die denn schon wieder her? Du Dummbatz, du Blöder. Dann schnell die Flasks genommen. Okay, dann kümmere ich mich zuerst um die Seite. Aber mit Glück war das der einzige Magier. So, lass mal gucken. So, verreck. Schmatzendes Schleimmonster, verreck. Gut. Ich schau nochmal darüber. Wenn die Freunde noch abservieren, die halten zum Glück nicht so viel aus. Yo! Secret, Secret, Secret? Kein Secret. Ich bin enttäuscht. Ja, können wir in dem Raum überhaupt schon was machen? Noch nicht. Okay, dann kurz mal Quiggy. Und hier rüber. Dann gehen wir halt doch hier weiter. Auch das ist kein Secret. Was wird getriggert? Dragonclaw, komm, da passiert irgendwas. Kann nicht sein, dass hier nichts passiert. Okay, die Flasks, die kommen gerade rechtzeitig. Den Schlüssel hätte ich gern. Gibt es da ein Geheimnis, wie ich an diesen Schlüssel komme? Muss ich irgendwas aktivieren hier, irgendwas triggern? Kann das sein? Weil ansonsten weiß ich jetzt nicht, wo es weitergeht. Ich glaube. Junge! Junge! Ansonsten, glaube ich, ein Schalter oder sonstiges haben wir, glaube ich, nicht aktiviert, ne? Oder halt vielleicht auf der anderen Seite was übersehen. Ach, Moment, da ist noch eine Tür. Oh, so, der Zoo hat wieder Ausflug. Da geht schon wieder was auf. Ich habe schon wieder ein Geräusch gehört. Da brauchen wir halt auch erst einen Schlüssel, ne? Moment, hier ist was. Ja, toll. Frage, was müssen wir da hin? Ich setze mich hier jetzt einfach eine halbe Stunde an den Brunnenrand und genieße das Plätschern des Wassers. Scheiß doch auf meine Mission. Ach, ist das beruhigend. Okay, ungebetene Gäste. Während meiner Meditationssession, das mag ich nicht. Gibt's hier noch irgendwas? Ich höre hier dauernd irgendwelche Türen auf und zu knallen. Ich glaube, das war's dann hier. Gegebenenfalls kann man da über... Ah, Moment. Keine Ahnung, wie ich da jetzt was trigger. Moment, ich save mal kurz. Aber an den Schlüssel möchte ich gern ran. Kriege ich stehen? Echt mal interessieren, wie ich jetzt gerade die Aufzüge getriggert habe und ob ich da irgendwie an den Schlüssel da oben rankomme. Oh, das Level gefällt mir überhaupt nicht. Es wäre viel zu viel ins Blaue stöchern und Rätsel raten. Das ist nicht mein Ding. Okay, es hat anscheinend irgendwas mit dem Wasserfall zu tun, kann es sein? Okay, da kann ich das hier triggern mit dem Wasserfall. Dann hier rüber, oder wie? Ah, okay. Sehr schön, sehr schön. Jetzt dann nochmal zum Wasserfall gehe und nochmal das hier trigger. Dann komme ich an den Schlüssel. Na, natürlich. Oh Mann, ey. Leckt mich doch, ihr Pfeifen. Das war da, wo es düster ist.
einer nach dem anderen abdanken. Dankeschön. Ah, da war noch einer über meinem Kopf. So, servus, Chef. Das war's auch für dich. Ach, wenn wir schon mal da sind, dann lassen wir mal kurz gucken. Sammeln wir den Rest auf. Es wäre interessant zu wissen, wie man das da drüben triggern kann. Aber ist egal, ich brauche nicht so unbedingt den Crossbow. Ist wurscht, wir gehen jetzt weiter, weil sonst 3 Jahre hier wieder rumdackeln. Ne? Okay, jetzt komme ich auch rüber, ohne in die Grütze zu fallen. Den gelben Key, wo haben wir den schnell nochmal gebraucht? Hier nicht. Ich gehe nochmal rüber. So, denn... Hallo, wo war denn das jetzt? Man konnte doch davor hier rüber. Bin ich blöd? Ja, ne? Ah, hier. Ich hab's bloß übersehen, ich Depp. So, ja. Hier kein Schlüssel. Ich glaube, das war hier in dem Raum, ne? Wo man... Genau, da brauchen wir einen Schlüssel. Moment, war ich hier eigentlich schon drin? Auch noch nicht. Ah ja, okay, da kommen wir... Ah, verstehe. Der Raum. Da war noch... Ah, ein Teleporter. Na, ich muss den ganzen Weg nochmal gehen. Da waren wir auch noch nicht, glaube ich. Ah ja, man entdeckt immer wieder was Neues. Interessant, interessant. Okay, vielleicht müssen wir da auch sogar hin. Ich meine, die Architektur des Levels ist eigentlich wieder ganz interessant. Mir gefällt bloß immer nicht dieses Rätselraten, wo ich als nächstes hin muss. Der Schalter, wo aktiviert der irgendwas? Oder auf welche Plattform muss ich speziell treten, um... welchen Sektor zu aktivieren oder so. Sowas mag ich nicht. Vom Level Design her an sich ist es eigentlich ganz nett. So. Auf. Ja, schön, ne? Blaue Tür. Oh, das wird so langweilig nach einer Zeit einfach nur, ne? Das ist so null Originalität einfach nur. Mal abgesehen davon, dass es einfach nur nerven. Ich hab mich nicht beschwert, Leute. Oh, Gottes Willen. Ja, wieder volle Breitseite. Wie gesagt, das sind bei vielen Magiern sind das einfach zu viele Projektile. Jetzt geht mir hier wieder die Ammo aus. Ich muss aufpassen, die zahlen einfach zu sehr an der Energie. Okay. Denkste, Kollege. So, jetzt haben wir sie bald. Das müsste der letzte sein. Der gibt sich widerstandsfähig. So. Kleinen Müllmänner. Jetzt haben wir euch wenigstens mal aus dem Weg geschafft. Frage, da waren wir schon, ne? Ja, aber die Energie können wir jetzt gebrauchen. Nehmen wir wieder einen guten alten Crossbow. So, da waren wir. Genau, dann würde ich gerne mal gucken. Noch ein Teleporter. Okay, da bringen wir uns wieder hierher. Oh, ist das blöd. Dann nochmal darüber. Da war nämlich noch ein Teleporter. Mal gucken, wo der uns hinbringt. Irgendwo muss er ja sein, der Schlüssel, ne? So, den Teleporter möchte ich mal. Das sieht nach einem neuen Abschnitt aus. Ja, natürlich. Naturellement. Scheiße, ich brauche eine bessere Waffe. Und ich muss aus dem Eck hier raus. Sauderle. Bats. Einmal kurz gespeichert. Den Progress. Okay, hier brauchen wir einen grünen Key. Ah, ist das alles blöd. Ist das alles verwinkelt vor allem. Du weißt gar nicht mehr, was hier was macht. Okay. Schlüssel gibt's ja hier nicht, ne? Aktiviere noch den Schalter. Hier brauchen wir einen Green Key to open. Ah, nicht rausfallen, bitte nicht. Okay. Hier können wir eigentlich nur noch mit dem Teleporter hier raus, wie es ausschaut, nachdem wir keinen grünen Schlüssel haben. Und hier, wir haben beide Schalter aktiviert. Oder ist das wieder so ein Zeitding? Ah, okay, verstehe. Ah, okay, das fährt nur die Plattform hier runter. Also es bringt uns eigentlich gar nichts fürs Weiterkommen.
das ziemliche Scheiße ist, weil ich dann mit meinem Latein am Ende bin. Okay, nehmen wir uns noch die Muni mit. Waren wir da drüben eigentlich schon? Ich kill die gleich mal. Weil wenn wir da sind, ne, dann bleiben wir auch hier. Komm, Auto-Aim. Verlass mich nicht. Manchmal mal zu, manchmal mal ist nicht sehr komisch. Nicht runterfahren. Okay, Wurst. Wurstbrot. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt tun müssen. Ist der Gang neu hier? Er bringt uns, glaube ich, auch wieder nur zurück in den Raum, wo die Magier davor waren. Ah, nee, okay. Eine Uhr, ne? Warum nicht? Aber wie gesagt, das bringt uns halt alles nichts fürs Weiterkommen, ne? Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Momentchen mal. Ja doch, da waren wir schon überall drin, diesen Teleportern. Ich glaube, wir haben irgendwann mal den grünen Schlüssel gesehen, aber wussten nicht, wie man rankommt, ne? Okay, also hier gibt es, glaube ich, definitiv nichts mehr zu holen. Ich schaue noch einmal rein kurz. Ne, also hier brauchen wir wirklich den Schlüssel, dann ist hier dicht. Okay, dann nochmal raus. Das Level ist mir viel zu verwinkelt, ey. So, wir können höchstens noch mal gucken. Wo gucken wir denn? Wir gucken mal. Hier gucken wir nicht. Oder wollen wir hier trotzdem noch mal gucken? Ich weiß gar nicht, wo es da hinging. Okay, den Schalter haben wir aktiviert. Hm. Pass mal auf. Wir gehen nochmal, wir gehen nochmal. Oh, ist das verwirrend alles hier. Konstruktion. Nochmal hier rein. So, dann sind wir wieder hier. Das bringt uns ja nichts, ne? Genau, Moment. Oh, ich kenne mich gar nicht mehr aus. Genau, hier war der. Jawohl. Jetzt haben wir den grünen Schlüssel. Nochmal auf, bitte. Nochmal auf. Wenn, dann schon kämpft die Männer, ihr Mistblagen. Versteckt euch nicht da hinten. Secret. Okay, dann. Jetzt muss ich nochmal die grüne Tür finden. Die war... Ja, wo war sie denn? Die war hier, glaube ich, ne? Genau. Jawohl. Okay, meine Orientierung hat mich also noch nicht ganz verlassen. Yes, saven bitte. Okay, dann mehr von den kleinen Scheißen, die ja kein Problem sein sollten. War da einer hinten? Der Depp da hinten. Ach, der geht mir langsam auf den Keks da. Der habe ich schon ein paar Mal angeschossen. Hörst jetzt auf da hinten, Freund. Du fühlst dich wegen diesem kleinen Arschspiel hier zum Gefallen. Ich fass es nicht. Oh. Ich bin so aggressiv gerade jetzt wieder. Falsche Seite. Dass der kleine Arsch mich jetzt schon Nerven gekostet hat, ne? So, nochmal. Teleporter. So, jetzt komm her. Endlich, du Mistbiene, du. Fitz meine Deite. So. Na denn. Das sieht interessant aus. Das sieht sehr interessant aus. Oh, das sieht echt cool aus. Aber gleichzeitig auch gefährlich. Das ist ein Ort, an dem ich nicht verweilen möchte. Oh, nicht runterfallen. So, wie viele Magier werden getriggert? Das ist die andere Tür, ne? Genau. Zwei Eingänge. Das heißt, wir wollen garantiert darunter. Und ich nehme vor, jetzt haben wir mal wirklich die Treppen. Obwohl, sieht nach normalem Boden aus. Okay, wenn ich da draufsteige, passiert was, ne? Erstmal kriegen wir Flasks. Und der Boden hier macht anscheinend Damage. So. Wenn die wieder hochfahren würden, dann könnte man da drüben rauf und sich den Schalter grapschen. Nicht den Schalter, sondern den Schlüssel. Oder wir machen es ganz einfach so. Klappt das? Da brauche ich ordentlich Momentum. Nein, theoretisch müsste das möglich sein.
Aber ich glaube, die Level-Designer wollen was anderes von uns. Ah, okay. So geht's natürlich auch, ne? Okay, zumindest nur die Viecher. Ich bin froh, dass nicht schon wieder 18.000 Magier herauskamen. So, sparen ein bisschen Ammo und machen sie so kalt. Ich meine, auch das Level finde ich wieder eigentlich von der Konstruktion her ganz cool. Ist nur im allerersten Blick ein bisschen sehr unübersichtlich einfach nur, weil es 1000 Baustellen gibt irgendwie. Aber ansonsten wieder die Idee auch und die Konstruktion an sich, muss sagen, gefällt mir. Okay, dann machen wir die letzte Tür auf. Gucken, was sich hier verbirgt. Außer dem üblichen Generve hier. So, und dann haben wir es eigentlich fast schon. Wenn wir das Level wirklich mal geschafft haben sollten. Übrigens auch der Raum ist ziemlich cool konstruiert, definitiv. Was ich gerade sagen wollte. Ja, fightet ihr Bitches, die Arena hier. Aber ich möchte irgend so eine Drop-Weapon, irgend so eine Projektilwaffe, die man werfen kann. Und so unten jetzt eine Granate reinwerfen kann. Das fehlt im Spiel so ein bisschen. Wie die einem gleich hinterher dackeln. Okay, scheiß Idee. Dieser blöde Phönix. So unberechenbar. Könnte man einen Tome of Power jetzt auf die runterregnen, wenn ich wollte. Aber pass auf, wir machen das so. Ja, noch eine Maze. Oder die Waffe ist so eh scheiße, die verwende ich sonst eh nie. Machen wir das mal so. So, das hat gesessen. Na denn. So, ziemlich viel Health. Sag ich jetzt mal an sich so gar nicht mal nein. Die Muni braucht man nicht. Da hinten sind noch Flügel. Wenn ich die aufsammle, passiert bestimmt wieder was. Okay. Brauche ich die Flügel, um eventuell da hochzukommen? Ha. Moment mal, pass mal auf, wie wir das machen. Wir machen jetzt mal wieder einen kurzen Save. Und dann weißt du was, dann verwende ich einfach mal die Flügel und fliege darüber. So. Wenn ich wieder 18.000 andere Dinge suche und ich finde, wie es weitergeht. Ist auch gut, dann kann ich den Sack von hier unten, von hier oben eliminieren. Scheiße, denn sein Wirbelsturm kommt natürlich trotzdem rauf. Nein! Dann hat der Priorität. Beziehungsweise die. Oh, diese. Nein! Diese scheiß Wirbelstürme, echt, ey. 4 Stück sind das wieder hier. Oh, Breitseite. Voll erwischt. Der Kackbalken. Ihr Miesen. Ah, oh, Flask. Jetzt ist mal Ruhe hier. Ich wusste gar nicht, dass die auch Projektile nach oben schießen können. Okay, das sollte zumindest Dima ausgeschalten haben. Fliegt hier noch so ein bisschen Federvieh rum. Und solange wir die... Oh, scheiße, war das blöd. Solange wir die Wings haben, wollte ich sagen, nutzen wir das noch aus. Aber wenn man dann direkt in die Lava reinfliegt, ist das natürlich auch nicht so gesund. So, und da sehe ich das Ziel da schon mal gut. Ich aktiviere mal die Schalter, keine Ahnung, was die machen. Okay, da könnte man nochmal nach oben, wenn man will. Beziehungsweise hier Goodies einsammeln und Flasks. Okay. Sehr schön. Sehr schön. Dann hätten wir das erledigt. Gucken wir noch, ob wir irgendwie Ammo oder sonst was haben oder Flasks oder sonst was, das wir aufsammeln können. Und ich glaube, dann sind wir durch. War eine schwierige Geburt, aber wir haben es geschafft. Ramparts of Perdition. Ja, naja, wie üblich die mittelmäßige Bilanz. Das sind wir ja von mir schon gewohnt. Und dann sehen wir uns im Endgegner-Level wieder. Shattered Bridge. Bis gleich.